Es ist immer noch World Club Dome und ich habe einen neuen Gast neben mir zu sitzen und ich freue mich sehr auf dich. Schön, dass du da bist. Bogoku ist da. Ich bin da, ja. Wie geht's dir, Mann? Hervorragend, ich kann mich nicht beschweren. Wie geht's dir? Ey, das ist eine sehr nette Gegenfrage. Vielen Dank. Mir geht's auch ganz hervorragend. Ich freue mich. Du bist kein Reality-TV-Star und das finde ich sehr angenehm. Ich bin kein Reality-TV-Star. Ich hatte viele Reality-TV-Stars hier, die auch so nett waren, aber du machst TikTok, richtig? Ich mach TikTok, ja. Ja, geil, Mann. Erzähl mal bitte so ein bisschen was. Wir haben ja viele Leute, die zuhören und sei mir nicht böse, aber nicht alle Menschen kennen alle Leute, es gibt zu viele. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was du machst, was für ein Content das ist. Erzähl mal einfach ein bisschen was über deinen Content so. Ja, ich würde sagen, zum Beginn war ich mehr oder weniger erstmal verloren. Okay, scheiße, Mann. Ich wusste nicht unbedingt, was ich so posten möchte, also habe ich einfach alles Mögliche gepostet. Okay. Und du wolltest einfach Social Media ein bisschen benutzen sozusagen. Ja, so ab und zu mal. Also ich hatte am Anfang auch nicht unbedingt, sage ich mal, die Erwartung gehabt, dass es irgendwann mal so explodieren würde. Ja. Dann habe ich irgendwann angefangen, sage ich mal, Kochvideos, also Koch-Content zu produzieren. Ja. Und der war absolut in Ordnung. Und irgendwann ist es halt so gewesen, dass ich mir selber gesagt habe, ich kann nicht jeden Tag kochen, aber ich wollte jeden Tag was posten. Ja, verstehe. Und darauf bin ich halt auf meinen aktuellen Hauptcontent gekommen. Das ist halt quasi Reaction. Okay. Ja, auf halt banale Sachen reagiere ich halt drauf und ich mache auch Musik nebenbei. Okay, also doch schon ein bisschen mehr auch. Also du machst, klar. Also Reaction meinst du wahrscheinlich mit einem Comedy-Hintergrund so ein bisschen, ne? Genau. Also funny Videos. Und Musik machst du jetzt neuerdings oder ist das auch schon länger bei dir verankert, sag ich mal? Musik mache ich tatsächlich, also das ist das Erste, was ich überhaupt gemacht habe. Ah, okay. Nur habe ich es halt nie veröffentlicht. Ah, das ist interessant. Ja, das ist halt der Unterschied. Und Musik habe ich jetzt erst angefangen zu veröffentlichen, so richtig. Ey, Glückwunsch dafür. Vielen Dank. Muss man sich ja auch trauen und ich finde es cool. Und weißt du, wir sind hier auf einem Musikfestival, World Club Dome. Und Musik verbindet die Leute. Das ist hier das Ding. Richtig. Es ist ja auch egal, welche Musik man hört oder auch nicht, aber wenn man Musik macht, finde ich das immer geil, weil man einfach Emotionen vermittelt, weißt du? Das ist immer schön. Was für Musik machst du? Ich mache eigentlich so in alle Richtungen. Okay. Es spielt keine Rolle. Also Techno und Rock und sowas habe ich mich noch nicht ausprobiert, aber es geht eher so in Richtung Pop, Hip-Hop. Aber es kann sein, dass du auch mal Techno oder Pop, Rock probierst, so. Wenn der Beat mir gefällt, ja. Geil. Aber ich zweifle dran, dass es so weit kommen wird, weil das einfach nicht unbedingt, sage ich mal, mein Genre ist. Ja, okay. Aber du bist grundsätzlich aufgeschlossen. Das finde ich toll. So. Ich bin offen für alles. Alles, was mir gefällt, mache ich. Ja, geil. Okay. Ja. Hast du irgendwie gerade so einen, also du hörst viel Musik, nehme ich an, ja? Oh ja, scheiße, ja. Immer, okay. Ja. Und gibt es irgendwie einen Act, wo du sagst, das ist gerade so mein Favorite, wenn es mir irgendwie, wenn ich nicht so geil drauf bin, von dem und dem Künstler oder von der höre ich was und dann geht es mir gut? Triple X. Also, Triple X. Der ist schon tot, aber das ist halt so meine Inspiration, was Musik betrifft. Ja. Der ist Platz 1. Ja, wenn wir geil. Jetzt in deutschsprachigen Raum gehen würde, würde ich Jay-Zeek sagen. Okay. Ja, der gefällt mir aktuell Stand jetzt am besten momentan. Ja, ansonsten halt hast du halt die ganz großen Künstler wie 50 Cent. Ja, klar. Das sind Eminem, alle. So, ne? Genau. Bockt. Mit wem würdest du gerne ein Feature machen wollen von den Großen? Gibt's da irgendwo, also vielleicht auch realistisch in Deutschland oder so, gibt's da jemanden, wo du sagst, ey, ein Feature mit dem wäre geil? Um ehrlich zu sein, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Also im deutschen Sprachenraum, Musik an sich, gebe ich mir auch ehrlich gesagt nicht so oft. Ja. Also das ist halt nicht so mein Ding. Bei Jay-Zeek ist es halt ein bisschen anders, weil ich halt der Meinung bin, der rappt und singt auf Deutsch, aber das hört sich für mich nicht unbedingt deutsch an. Ja, verstehe, was du meinst. Hat so einen anderen Flow, ne? Richtig. Ja. Und wenn ich mir ein Feature wünschen dürfte, wäre das auf jeden Fall Lil Wayne. Lil Wayne, ja, geil. Ja. Okay, ja, gute Wahl. Gute Wahl. Ballert auch immer noch. Ja. Zeitlos. Der ist für mich einer der krassesten. Ja, verstehe ich. Also aber warum macht es für dich das aus? Einfach weil wir einen Podcast haben, damit du deine Gedanken mal schilderst. Warum ist er der krasseste für dich? Weil ich der Meinung bin, dass sehr viele Rapper Lil Wayne nachmachen. Ne? Diese ganzen Adlibs und dies und jenes, das kam meiner Meinung nach zumindest von ihm. Ja. Er hat halt schon relativ vieles geprägt in der Hinsicht. Verstehe absolut, was du meinst. Ja. Wie ist es bei dir heute? Du bist auf dem World Club Dome. Hier ist ein bisschen Rap am Start, so, aber nicht viel. Ja. Meistens elektronische Musik oder viel davon EDM, Electronic Dance Music. Ist das so deine Welt oder sagst du, ey, Alter, nee, eigentlich bin ich da gar nicht so zu Hause? Ich sag mal so, ich war noch nie
Okay. Auf so eine Festival. Ja. Ich weiß nicht, ob das meine Welt ist. Ja, klar, cool. Ja, ich vermute mal nein, weil ich es einfach noch nie wirklich, sag ich mal, gehört habe. Aber du probierst es aus. Ja. Ja. Finde ich aber eine gute Herangehensweise. Woher willst du es genau wissen, wenn du es nie gesehen hast? So? Richtig. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Also kannst du sagen, die Musik, die dich bewegt, ist eher Hip-Hop? Lass dich so. Ist Hip-Hop, R&B, sowas. Ja. Sowas höre ich mir gerne an. Kannst du dich an deine erste CD erinnern, die du hattest? Oder Platte? Oder wie du zum ersten Mal den ersten Track, den du so gehört hast? So, es muss nicht unbedingt Hip-Hop sein, aber also ich frage die Frage immer, weil ich die sehr spannend finde. Manche Leute sagen, ja, das war irgendwie, keine Ahnung, DJ Bobo oder irgendeinen anderen Kram. So, gab es da irgendwie einen ersten Track, wo du sagst, ja, das ist mir im Kopf geblieben, das war die Musik, das war das, wo Musik hören für mich richtig Spaß gemacht hat? Ich meine, das war Michael Jackson, Earth Song. Ja, geil. Guter Beat. Ja, das war so das erste Ding, was ich gehört habe und mir dachte, wow. Und da war ich gerade mal 6 oder so. Ja, Hammer, ey. Ja. Hammer, geil. Wo kann man dir bei TikTok folgen? Bogoku. Ein Bogoku. Bist du auch bei YouTube oder bei Twitch oder so, oder machst du ausschließlich TikTok? Twitch habe ich tatsächlich mir ein Konto angelegt, ja? Aber ich bin da noch nicht so aktiv, wie ich es sein würde, weil ja? Ich einfach in die letzten 2-3 Monaten extrem viel zu tun hatte. Ja, glaube ich. Aber ich werde mich jetzt demnächst dran setzen, dass ich auch Twitch mache. Ja, geil. YouTube habe ich jetzt so langsam angefangen. Mhm. Ansonsten findet man mich auch auf Instagram. Ja, hammergeil. Also ich finde es sehr angenehm, mit dir zu sprechen, finde ich. Also was ich halt geil finde, dass du nicht mit der Erwartungshaltung rangegangen bist, zu sagen, ich werde jetzt hier der oberkrasse TikToker, sondern ich probiere einfach Dinge aus. Finde ich halt geil. Das war nie meine Einstellung. Ja, finde ich hammergeil. Also umso schöner und umso mehr freut es mich für dich, dass du damit jetzt Erfolg hast. Dankeschön. Ja, das freut mich sehr zu hören. Ja, absolut. Finde ich halt geil. Ey, du, wir haben noch 1-2 Minuten. Ich habe da so ein Fragenglas in der Mitte. Ja? Und ich gebe allen Leuten immer mal so eine Frage raus. Greif du doch auch einmal rein. Und vielleicht ist es eine coole Frage, vielleicht nicht. Niemand weiß es genau. Schau mal rein. Vielleicht kannst du die easy beantworten. Vielleicht ist sie cringe. Ich weiß nicht. Check mal ab. Also, magst du mal die Frage vorlesen? Ja, ja. Welche war das witzigste oder skurrilste Erlebnis auf einer Party, an den du dich erinnerst? Also, das ist gar nicht so eine schlechte Frage. Die Frage ist an sich nicht schlecht, aber witzige Erlebnisse hatte ich nicht unbedingt, eher stressige Erlebnisse. Das ist auch der Grund, warum ich relativ früh aufgehört habe. Mit Partys? Partys zu machen, weil da, wo ich herkomme, also ja. Aachen, ja. Da war es eher so, dass die Leute feiern gegangen sind, um nicht Party zu machen, sondern um Stress zu suchen. Ach, shit. Okay. Das waren eher so meine Erlebnisse in der Jugend. Oh. Hast du, aber du hast auch gute Erlebnisse oder nur wirklich nur Stress? Echt, hast du ausschließlich Stresserlebnisse? Ich sag mal so, ich war selber auch nicht ohne. Sagen wir mal so. Ja, umso besser, dass du jetzt Erfolg hast, Mann. richtig geil. Hä? Irgendwann macht's Klick und dann hörst du auf mit dem Scheiß. Ja, absolut. Ey, was steht für dieses Jahr noch an? Ich meine, das Jahr ist halt gerade angefangen. Ja. Aber hast du irgendwelche großen Pläne, von denen du schon sprechen kannst? Oder einfach so weitermachen und gucken, was passiert? Also in erster Linie weitermachen und gucken, was passiert. Ich habe einen großen Plan. Ja. Das verrate ich aber noch nicht. Ja, okay. Erst, wenn ich alles sitzen habe. Ey, mega geil. Bogoku, ey, cooler Dude. Hat Spaß gemacht. Freut mich sehr zu hören. Ich wünsche dir alles Liebe und vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Danke. Dankeschön.